Der Mensch. Wir glauben, dass der Mensch Gottes Geschöpf und nach Gottes Ebenbild geschaffen ist. Der Mensch ist also kein Produkt des Zufalls, der Evolution in Hunderttausenden von Jahren oder noch längeren Räumen, sondern er ist Gottes Geschöpf. Und die Bibel sagt uns, dass die Menschheit ungefähr erst 6000 Jahre alt ist von der Erschaffung der Welt. Darauf komme ich noch zurück. Das lässt sich auch statistisch nachweisen übrigens. Ganz einfacher Nachweis, sage ich immer wieder, weil es so einleuchtend ist. Stellt euch mal vor, es würde stimmen, die Menschheit wäre Hunderttausende Jahre alt. Und man nimmt eine normale Vermehrungskurve, die Statistik der Population, die Vermehrungskurve. Natürlich, die Sterblichkeit war früher größer, ist alles mit einberechnet. Aber man hat auch viel mehr Kinder bekommen. Da gab es keine Verhütung, die gibt es erst seit den 60er Jahren. Früher haben die Leute alle ein, zwei Jahre Kinder bekommen. Es sind viele gestorben, aber auch viele überlebt. Und die Menschheit hat sich deshalb rasant vermehrt am Anfang. Wenn das jetzt hunderttausende Jahre so gegangen wäre, dann würden heute, hat mal jemand ausgerechnet, auf jedem Quadratmeter bewohnbarer Erde 170 Menschen leben. Ja. Wenn es hunderttausende Jahre wären. Jetzt machen wir den anderen Umkehrschluss. Wenn wir jetzt ausgehen von der heutigen Bevölkerungszahl, 6 bis 7 Milliarden im Jahr 2011, und das zurückrechnen mit aller Sterblichkeit und so weiter, aber zurückrechnen die Populationskurve, dann kommen wir auf ein Menschheitsalter von ungefähr 6000 Jahren. Ist das nicht sehr beeindruckend? Von 6 bis 7 Milliarden Menschen. 6000 Jahre, genau das, was die Bibel sagt. Der Mensch ist ein Geschöpf Gottes. Genau wie es die Bibel sagt, er schuf ihn und er schuf ihn zu seinem Bilde. 1. Mose 1, Vers 27 und 28. Und Gott schuf den Menschen in seinem Bild, im Bild Gottes schuf er ihn. Als Mann und Frau schuf er sie. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und mehret euch, und füllt die Erde, macht sie euch untertan und herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Hier steckt so viel drin, allein in diesen zwei Versen. Ja, ganze Schöpfung und auch viel Geheimnisvolles. Es wurden viele dicke Bücher geschrieben, was das heißen könnte. Der Mensch ist geschaffen nach Gottes Ebenbild, die Gottebenbildlichkeit, Imago Dei und Zellem und was da alles steht, ja, die ganzen Begriffe, kann das jetzt nur kurz meine Meinung dazu sagen. Was heißt, Gott schuf den Menschen nach seinem Ebenbild? Nun zunächst mal, wenn ich hier ein Foto habe von mir, ich habe jetzt eine Tasche, immer ein Foto auch von meiner Familie, da gerne mal sehen, vielleicht eine Mittagspause, dann ist das ein Foto von mir, ein Abbild. Hier bin ich drauf und meine Familie, aber das bin ja nicht ich selber, ne, dieses Foto. Steht ihr? Das ist ein Ebenbild, was man heute durch die Fotografiertechnik erzeugen, produzieren kann. Und wenn es heißt, dass wir nach Gottes Ebenbild geschaffen sind, heißt es dann, dass wir Gott sind? Nein, wir sind, genauso wie eine Fotografie von uns ein Ebenbild ist, sind wir geschaffen nach Gottes Ebenbild, nach Gottes Urbild als Ebenbild, so muss man sagen. Gott ist das Urbild sozusagen, wir sind das Abbild. Und deshalb der Mensch, man sagt zu Recht, die Krone der Schöpfung. Ja, Gott hat uns eingesetzt und da wird die Gottebenbildlichkeit deutlich. Zunächst mal als Mann und Frau, das ist nochmal ein extra Aspekt, aber er segnete sie, seid fruchtbar und mehrt euch, füllt die Erde, macht sie euch untertan. Da wird die Ebenbildlichkeit deutlich, dass wir die Krone der Schöpfung sind. So wie Gott das Haupt ist des Mannes, so ist der Mann wieder das Haupt der Frau, also da wird auch die Gottebenbildlichkeit wiedergespiegelt, auch in der Schöpfung, wie alles so geschaffen ist. Aber Gott ist jetzt weder männlich noch weiblich, sondern er ist einfach Geist, hat aber dann seinen Sohn, ist er als Mann auf die Erde gekommen. Das können wir nicht umdrehen, darauf komme ich noch ausführlicher zurück, wenn es um die Frage der Gemeinde und der Gemeindemitarbeit geht. Aber deutlich ist, dass wir als Menschen eingesetzt sind als Verwalter über die Schöpfung. Und damit haben wir einen Herrschaftsauftrag, so wie Gott selber der Herrscher des gesamten Universums ist. Also die Ebenbildlichkeit wird vor allem deutlich im Herrschaftsauftrag über die Schöpfung. Herrschaftsauftrag heißt übrigens nicht Zerstörungsauftrag. Ja.
Gerade heute sehr aktuell, wenn wir sehen, wie die Menschheit selber hier den Planeten dabei ist, mit zu zerstören. Es gibt auch andere Katastrophen, die Gott zulässt, aber vieles haben Menschen selber verschuldet. Das wissen wir auch durch die Umweltzerstörung, auch die Atomtechnik und so weiter und so fort. Nun, die Gott-Ebenbildlichkeit ist der Herrschaftsauftrag und das wird deshalb auch im Zusammenhang hier beschrieben, was ich gerade gelesen habe. Macht euch die Erde untertan, herrscht über die Fische im Meer und über die Vögel des Himmels und über alles Lebendige, das sich regt auf der Erde. Und deshalb kam auch der Sohn Gottes als Mensch zur Welt und nicht irgendwie, Entschuldigung, als Tier, ja, weil der Mensch Gottes Ebenbild ist und nicht der Affe oder das Krokodil oder sonst etwas. Ja, Gott sandte seinen Sohn in menschlicher Gestalt. Jesus, das absolute, ja, wie soll ich jetzt sagen, Abbild des Vaters wiederum, aber doch gleichzeitig selber auch Gott. Und er wird herrschen und einmal alles unter seine Füße legen. Die Gottebenbildlichkeit, vor allem in der Herrschaft über die Schöpfung. Nun, über Gott selber sollen wir uns ja kein Bild machen. Also es ist uns nicht so gemeint, dass wir uns Gott irgendwie, Gott den Vater in menschlichem Abbild wiederum vorstellen können. Da würden wir wieder etwas zurückprojizieren von unserer Aussehenswirklichkeit auf den Schöpfer. Das ist uns nicht erlaubt. Ja. Selbst wenn wir Gott sehen würden, müssten wir vergehen als sündige Menschen, die wir auf dieser Erde leben. Kein Mensch hat deshalb Gott gesehen. Auch Mose, da gibt es einmal eine Begegnung, durfte nur aus einem Erdspalt heraus ihn von hinten so vorüberziehen, sehen. Aber das ist, wenn wir die Sonne anschauen, ja, sehen wir müssten vergehen. Wir würden blind innerhalb von wenigen Minuten, wenn wir immer in den Sonnenball starren würden. Und um wie viel mehr Gott der Schöpfer, der heller ist als 1000 Sonnen, ja, wie viel mehr würden wir da vergehen? Gott schuf den Menschen seinem Bilde, nach Gottes Ebenbild. Und dann, ganz wichtiger Punkt jetzt, als Mann und Frau schuf er sie. Nicht als Mann und Frau und Frau. Warum betone ich das jetzt heutzutage? Nun, wir leben im endzeitlichen Glaubensabfall und heute werden sämtliche Ordnungen Gottes über den Haufen geworfen. Heute wird behauptet, es ist doch egal, ob Mann und Frau einander heiraten oder Männlein, Männlein, Weiblein, Weiblein. Das sei ja alles das Gleiche. Und das ist eben nicht das Gleiche. Allein schon der gesunde Menschenverstand müsste den Homo-Befürwortern sagen, dass das niemals von Gott gesegnet oder gar Gottes Wille sein könne, was da heutzutage so lautstark gefordert wird, die sogenannte Homo-Ehe. Denn wenn das so wäre, dass das unter dem Segen Gottes stünde, naja, dann wäre es klar in der Bibel, steht aber nicht. Im Gegenteil, es steht, dass es Gott ein Gräuel ist, dass es in Römer 1 ein Gerichtszeichen ist, wo das geschieht. Sie haben vertauscht den natürlichen Umgang mit dem Unnatürlichen. Gott hat sie dahin gegeben, heißt es dann, unter sein Gericht. Das sage nicht ich, das sagt Gottes Wort selber. Ja. Wenn mich jemand dafür anzeigt, dann muss er die Bibel anzeigen. Und das wollen sie auch. Sie wollen ja die Bibel abschaffen und verändern an diesen Stellen. Der Mensch der Sünde macht sich auf gegen Gott, aber er wird damit scheitern. Das wissen wir. Aber wir wollen festhalten, als Mann und Frau schuf er sie. Warum nicht als Mann und Mann? Jetzt komme ich endlich zur Erklärung. Dann wäre die Menschheit schon längst ausgestorben, ja. Wenn das von Gott gesegnet wäre. Wären wir alle nicht hier. Ja, wenn Mann mit Mann und die Frau mit Frau, hätten sie nie Kinder bekommen. Aber es heißt doch, ihr seid fruchtbar und mehret euch. Füllt die Erde. Das geschieht nur, indem der Mensch sich an diese Schöpfungsordnung hält, als Mann und Frau schuf er sie. Und deshalb soll Mann die Frau und die Frau den Mann heiraten, aber nicht anders. Nun ein weiterer Punkt. Jeder Mensch ist Nachkomme der Ureltern Adam und Eva. Nicht Nachkomme des Affen Sebastian oder Brutisuls oder wie die alle so genannt werden, nicht? In der Fantasie. Nein, Adam und Eva. Adam heißt ja Mensch und Eva heißt Leben. Sie haben symbolische Namen bekommen, sind aber wirkliche Menschen gewesen, unsere Ureltern. Wenn das nicht so wäre, dann gäbe es nicht ausführliche Stammbäume, die bis zu Adam und Eva zurückgehen. Zum Beispiel der Stammbaum unseres Herrn Jesus in Lukas 3. Da lesen wir, Jesus war ungefähr 30 Jahre alt, als er begann. Er war, wie man meinte, ein Sohn Josefs. Also es war ja nur sein Pflegevater. Der Vater ist ja Gott gewesen. Aber trotzdem,
als Pflegevater ist in der Linie Josefs und im anderen Evangelium in der Linie Marias auch. Beziehungsweise hier ist die Linie Marias, in Matthäus ist es die Linie Josefs. Aber hier geht es dann zurück bei Josef, welcher war ein Sohn Elis. Und dann geht es immer weiter zurück und dann heißt es in Vers 38, Lukas 3, Vers 38, der war ein Sohn des Enos, der war ein Sohn Seths, der war ein Sohn Adams und der war Gottes. Ja. Geht's ganz klar zurück, bis auf Adam und Eva. Alle Formen der Evolutionslehre mit ihrer Behauptung, der Mensch habe sich aus affenähnlichen Vorfahren entwickelt, lehnen wir als unwissenschaftlich und bibelwidrig ab. Man hätte auch bibelwidrig und unwissenschaftlich schreiben können, aber um den Kritikern den Wind aus den Segeln zu nehmen, haben wir zuerst geschrieben, unwissenschaftlich. Und zudem ist es auch bibelwidrig. Zu der Unwissenschaftlichkeit der Evolutionslehre soll ich dazu noch was sagen? Nur ein paar wenige Argumente dagegen. Und zwar Argumente, es gibt auch umstrittene Punkte auf diesem Feld, aber ich möchte nur ein paar Argumente nehmen, die unwiderleglich sind, unwiderlegbar gegen die Evolutionslehre. Also zunächst mal, ich schließe mich da an einen Fachmann an, Dr. Ralf Krüger. Er hat einen Aufsatz in unserem Ideologienhandbuch darüber geschrieben, unter der Überschrift Evolutionskritik. Es liegt auch hinten aus, Evolutionskritik. Und da schreibt er, Grundlagen des Evolutionismus sind A, Entwicklung von Leben aus unbelebter Materie beginnend durch Mutation und Selektion. B, diese Art der Entwicklung erfordert zwangsläufig das Vorhandensein von Zwischenstufen in den Fossilien, große Zeiträume, also Millionen oder Milliarden von Jahren, sowie Sprung- bzw. Makromutationen. Das heißt, zum Beispiel die Entwicklung eines funktionsfähigen Organs in einem Schritt. Es wird also immer wieder Sprünge gegeben haben, damit überhaupt sich diese Arten bilden konnten. Aber, ich bringe jetzt nur ein paar dagegen Argumente aus Zeitgründen. Man weiß, dass Mutationen, also Erbgutveränderungen, etwa durch Strahlung und so weiter, in der Regel schädlich sind und damit keinen Selektionsvorteil begründen. Also sehr fraglich, ob da überhaupt eine Hörentwicklung hervorgehen kann. Ferner gibt es bis heute keine experimentelle Bestätigung für eine evolutionistische Veränderung von Lebewesen, zum Beispiel den Sprung zwischen verschiedenen Arten. Das ist also alles nur Vermutungen, um nicht zu sagen Religion, wenn das so geglaubt wird, dass es diesen Sprung gegeben hätte. Ferner, die Wahrscheinlichkeit, dass Leben aus unbelebter Materie von selbst durch Zufall entstehen könnte, ist mathematisch so extrem gering, dass auch ein Vielfaches des heute angenommenen Erdalters von einigen Milliarden Jahren dafür nicht ausreicht. Also man muss sich vorstellen, nicht? Milliarden Jahren, dass aus Unbelebtem etwas Belebtes entsteht. Der große, wie nennt man den Beruf, also Louis Pasteur, Chemiker, glaube ich, war er, hat ja auch Pasteurisieren, geht auf ihn zurück. Er war ein Vertreter der Schöpfung und nicht der Evolution. Er hat ganz klar gesagt, dass aus Leblosem nichts Lebendiges hervorgehen kann. Jedes Leben geht aus anderem Leben hervor, etwa auch die Bakterien in der Milch und so weiter. Ja, das hat er ja erforscht. Also nur aus Lebendigem, aber nicht aus Unbelebtem. Also das, wie das angefangen haben soll ohne Schöpfer, das kann die Evolutionslehre nicht erklären. Ferner dann wird er behauptet, man hätte ja gemessen die langen Zeiträume. Dazu schreibt Ralf Krüger, die von der Evolutionstheorie postulierten, also geforderten langen Entwicklungszeiten, 4,4 Milliarden Jahre, können messtechnisch nicht belegt werden, auch nicht mit Hilfe radioaktiver Zerfallsprozesse. Die hier zugrunde liegenden physikalischen Prozesse setzen für den Messzeitraum die Konstanz der Umweltbedingungen voraus, also dass sie immer gleich geblieben seien. Was aber mit Sicherheit nicht der Fall ist, beziehungsweise nicht nachgewiesen werden kann. Beispiele. Nach dem Ausbruch des Mount St. Helens, also dieses riesigen Berges oder Vulkans St. Helens in USA, um 1990, das ist noch gar nicht lange her, etwa 20 Jahre, stellte man mit den genannten Messmethoden ein Alter des Lavagesteins von 30.000 Jahren fest. Ja. Das Gestein war aber nur wenige Jahre alt.
Beim Vulkanausbruch in Hulali, Hawaii, im Jahre 1800-1801 ergab die Altersanalyse mit der Kalium-Argon-Methode in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts 160 Millionen Jahre, obwohl es auch nur wenige Zeit alt war. Also es hängt immer mit der Veränderung der Substanzen ab. Katastrophische Entstehung von Lavagestein. Und die Messmethoden können das überhaupt nicht wirklich erfassen. Heute weiß man, so schreibt Ralf Krüger weiter, dass immer dann, wenn vulkanische Prozesse im Spiel sind, die Messverfahren versagen. Und gerade die frühe Erdgeschichte, da waren laufend vulkanische Ereignisse, wie man sehr stark vermuten kann. Also, wenn das nicht immer konstant war, so wie man es vermutet, dann kann man es gar nicht messen. Und man kann auch annehmen, dass vor der Sintflut die Atmosphäre völlig anders war. Viel mehr Wasserdampf und Kohlenstoff dann eingelagert wurde in ganz anderen Dimensionen, als es von der heutigen Ansicht vorstellbar ist. Und deshalb versagen die Messmethoden. Das nur kurz, ich bin ja kein Fachmann auf naturwissenschaftlichem Gebiet, aber ich wollte es doch kurz erwähnen von einem anderen Fachmann, er ist Naturwissenschaftler, habe ich das zitiert. Ja, wir kommen so ganz langsam zum Ende heute Morgen. Also die Evolution ist unwissenschaftlich und natürlich auch bibelwidrig. Die Bibel spricht eben von ungefähr 6000 Jahren Menschheits- und Erdgeschichte. Darauf komme ich dann heute Abend noch zurück, wenn es um die Schöpfung geht. Und wir haben weiter formuliert, infolge der Sintflut besteht die heutige Menschheit aus Nachkommen der drei Söhne Noahs, die sich über die bestehende Schöpfung verbreitet haben. Es wird in 1. Mose 9 deutlich geschrieben, wo es dann heißt, von diesen drei Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. Ja, aber dann fragt man sich, wie kann es sein, die ganze Erde? Es sind doch riesige Wassermassen zwischen den Kontinenten. Wie kamen denn die Indianer nach Amerika? Wie kamen die Schwarzen nach Afrika? Das geht vielleicht noch eher, ist ja nicht so weit. Aber gerade Amerika, Australien, wie kommt es, dass da überall Menschen leben? Nun, liebe Geschwister, auch darauf gibt die Bibel die Antwort. Es wird oft übersehen. Und meine Frau hat mich erst vor ein paar Tagen auf diese Stelle hingewiesen. Meine Frau kennt die Bibel noch viel besser als ich. Die hat sie schon so oft gelesen. Ja, da kann ich also nicht mithalten. Bin ich sehr dankbar für die Anna. 1. Mose 10, Vers 25. Wollen wir mal aufschlagen. Eber wurden zwei Söhne geboren. Das ist jetzt nach der Sintflut alles. Einer hieß Peleg, weil zu seiner Zeit die Erde zerteilt wurde. Und sein Bruder hieß Joktan. Seht ihr auch die Erdteilung? Die Entstehung der Kontinente ist in der Bibel erwähnt. Zur Zeit des Peleg wurde die Erde zerteilt. Und auch dafür gibt es einen einfachen Beweis. Jede Landkarte ist der Beweis. Wisst ihr warum? Habt ihr schon mal Puzzle gespielt? Wenn ihr euch das genau anguckt, diese Erdteile, das passt ganz genau zusammen, ja, wie ein Puzzle, wenn man die zusammenschiebt. Das war also alles mal ein Urkontinent. Man spricht auch von Pangäa, die all-eine Erde. Und die wurde zur Zeit des Peleg, 1. Mose 10, Vers 25, nach der Sintflut erst geteilt, als sich Sem, Ham und Japhet bereits mit ihren Frauen wieder über die Erde verteilt hatten. Jeder ist wohl in eine andere Richtung gezogen und da haben sie dann ihre Nachkommen gezeugt. So genau hat die Bibel uns das von Gottes Geist inspiriert überliefert. Das ist nicht überwältigend. Und die Weltleute, die glauben oder wissen das gar, wollen es gar nicht wissen. Aber Gottes Wort ist klar. Und da will jemand behaupten, die Bibel sei nicht naturwissenschaftlich und historisch genau. Ja, steht ganz genau da. Auch diese Sache lässt sich einfach erklären. Gott hat Erde zerteilt. Wodurch, wissen wir nicht. Vielleicht durch große Erdbeben, dass dann diese Kontinente sehr schnell auseinandergedriftet sind, die Kontinentaldrift. Man weiß auch, dass sie sich heute noch auseinander bewegen, wenn auch sehr langsam jetzt. Aber da ist schon vieles passiert und wir wundern uns auch nicht, dass es heute wieder so große Erdbeben gibt, wenn es aufs Ende zugeht. Das liegt alles in Gottes heilsgeschichtlichem Plan. Von diesen drei Söhnen Noahs wurde die ganze Erde bevölkert. 1. Mose 9, Vers 19. Ja, und nun der letzte Aspekt hier. Wir glauben, dass der Mensch im Garten Eden ohne Sünde war. Er hatte die Bestimmung, Nachkommen zu zeugen, über die Erde und ihre Geschöpfe zu herrschen und niemals zu sterben. Sie hätten nämlich essen dürfen vom Baum der Unsterblichkeit. Aber
Zuvor hatten sie frevlerisch gegessen vom Baum der Erkenntnis. Das heißt, sie wollten sein wie Gott. Und das hat Gott nicht zugelassen. Und als die Menschen einen Turm bis zum Himmel bauen wollen später, Turmbau von Babel, lässt er das auch nicht zu. Und hat auch da die Sprachen verwirrt und sie über die Erde verteilt. Und so kam also der Sündenfall. Der Mensch wollte sein wie Gott, Allwissenheit, Allmacht haben. Und dann wurde er sterblich. Mit Mühsal nun muss er sich sein Leben erhalten. Unter Schmerzen gebärt die Frau Kinder. Dieser Fluch kam über die Menschheit. Und deshalb das nächste seit dem Sündenfall unserer Ureltern. Jedoch ist jeder Mensch der Macht Satans, der Sünde und des geistlichen und körperlichen Todes unterworfen. 1. Mose 3. Der Mensch, der nicht zu Jesus umgekehrt ist, ist geistlich tot, ein lebender Leichnam. Und er wird auch körperlich sterben, zu der Zeit, die Gott festgelegt hat. Nur einer kann uns aus dieser Todverfallenheit befreien und hat es auch getan, am Kreuz von Golgatha, unser Herr und Heiland Jesus Christus. Und damit schließt nun dieser Abschnitt. In sieghafter Weise wollen wir es hören. Aus dieser Macht, nämlich Satans der Sünde und des geistlichen und körperlichen Todes, aus dieser Macht kann uns allein Jesus Christus, der sündlose Sohn Gottes, befreien, indem er den Fluch des Todes auf sich nimmt und uns ewiges Leben im Himmel ermöglicht. Wie wunderbar. Wir lesen in Römer 5, gleich wie durch einen Menschen die Sünde in die Welt gekommen ist und durch die Sünde der Tod, und so der Tod zu allen Menschen hingelangt ist, weil sie alle gesündigt haben. So wird nun, kommt auch durch die Gerechtigkeit des einen für alle Menschen die Rechtfertigung, die Leben gibt. Ich habe es jetzt etwas gekürzt. Ja, das steht in Römer 5. Durch einen, durch Adam, hat der Tod durch den anderen, den neuen Adam, aber den sündlosen Menschen, Jesus Christus, kam das ewige Leben. Und es kommt für jeden, der an ihn glaubt, der diese Erlösung am Kreuz auf Golgatha annimmt. Mögen wir alle das schon getan haben oder noch tun, möge der Herr uns dazu helfen. Amen. Wir wollen uns erheben zum Gebet. Lieber Herr Jesus Christus, danke, dass du Sünde, Tod und den Teufel besiegt hast. Und wir danken dir für deine Liebe und Gnade, auch dass du deinen Heiligen Geist als den Tröster gesandt hast. Wir haben gehört, wie viel Durcheinander gerade in dieser Frage des Heiligen Geistes heute herrscht. Wir können nur bitten, Herr, erbarme dich, öffne allen Menschen die Augen, die verführt sind, die falschen Geistern glauben, die verwirrt werden. Herr, rette noch viele heraus und schenk, dass wir dir allein, allmächtiger Gott und Heiland, die Ehre geben. Ja, dazu lass auch diesen Tag, diese Woche, diese Freizeit dazu dienen. Bitten dich um deinen Segen auch weiterhin. Amen.